willkommen zu Ask Ingolf, der Saatkorn-Podcast-Serie zum Thema künstliche Intelligenz mit Ingolf Tietz und Gero Hesse. Hallihallo und herzlich willkommen zur dritten Saatkorn-Spezialausgabe mit Ingolf Tietz mit dem schönen Label Ask Ingolf. Und ja, wer hier schon mal zugehört hat, der die weiß ja, es geht um AI, daher Ask Ingolf. So, ihr Lieben, heute geht es um Vorurteile, um Stereotypes und KI. Das heißt, das, was wir jetzt so besprechen, ihr könnt euch alle, wenn ihr wollt, angesprochen und auch beleidigt fühlen, wenn wir über Vorurteile reden. Aber Disclaimer vorweg, weder ich noch Ingolf meinen das so, sondern es geht ja hier nur um das Thema KI. Erstmal herzlich willkommen, Ingolf. Ja, hallo Gero, schön, dass ich wieder hier bin. Ja, ich freue mich auch, dass du wieder zu Gast bist. Genau genommen nehmen wir das erste Mal wirklich physisch auf und zwar gar nicht bei mir, sondern bei Ingolf im Büro sitzen wir gerade in Gießen im schönen Office von Milch und Zucker. Und ja, Stereotypes, Vorurteile, Bias, ich glaube, das sind so drei Begriffe, die eine große Rolle im Kontext KI spielen. Vielleicht kannst du uns einmal erklären, was unter diesem Bias genau zu verstehen ist in diesem Kontext und warum das so eine große Bedeutung hat. Im Prinzip geht es darum, dass eine KI oder AI oder ein Large Language Model, was auch immer da als Modell genutzt wird, im Prinzip ein Vorurteil gelernt hat aus den alten Daten, die man als Trainingsdaten genutzt hat. Also wenn man Trainingsdaten hat und die in keinster Weise bearbeitet, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass man sich Vorurteile quasi ins Haus holt im Training. Das ist so ein bisschen dieses Pinguin-Hires-Pinguin-Modell, was man, glaube ich, so ein bisschen aus dem HR und dem Recruiting kennt, den Begriff. Und das Ganze dann aber nochmal in Software gegossen. Und das kann dann ein großer Fehler sein, weil das ist genau das, worauf übrigens dann auch die EU in dem AI-Act anspielt, dass das auf jeden Fall verhindert werden muss. Das ist im Prinzip ein der Bias, der da sein kann. Um das einmal klar zu machen, der Fehler, der liegt ja im Ursprung dann eigentlich in dem Menschen, der diese AI programmiert, ne? Der die programmiert, beziehungsweise eigentlich, wenn man ehrlich ist, liegt der Fehler schon in den Daten und wenn diese Daten die Wirklichkeit abbilden, liegt er wirklich in dem Problem. Also wenn man sich den, sag ich mal, einen der berühmtesten Fälle mal ansieht mit Amazon 2018, haben die ja eine Software intern genutzt, um das Potenzial von Lebensläufen zu analysieren für Führungskräfte. Dabei ist dann halt rausgekommen, dass die alle mehr oder weniger, die durchkommen, weiß und männlich sind. Da lag der Fehler wirklich darin, das, was man der KI gefüttert hat, waren die Führungskräfte von Amazon, die waren weiß und männlich. Ja, also das ist nicht so, dass dieser Bias von sich aus plötzlich entsteht, sondern der ist nur das Abbild des Problems, das man eigentlich eventuell schon hat in den Daten. Das heißt, um so einen Bias überhaupt zu verhindern, muss man sich sehr klar darüber sein, was man überhaupt da jetzt entwickeln möchte, was die KI wirklich tun soll und auf welcher Datengrundlage sie das tut, ne? Ja. Und das macht es halt in Teilen natürlich auch sehr kompliziert. Also zum Beispiel Amazon wieder, da reicht es halt nicht aus, dass ich sage, ich nehme da jetzt irgendwie die Anrede raus, sondern das sind halt noch viel mehr Sachen. Wenn ich jetzt mal im US-Kontext bleibe und ich da sehe, in dem Lebenslauf steht, das war der Team-Captain vom Football-Team zum Beispiel oder der Quarterback, dann ist auch ziemlich klar, was für ein Geschlecht die Person hat. Also ich muss ganz, ganz viele Dinge mir ansehen, die eventuellen Rückschluss zum Beispiel auf Geschlecht oder Rasse oder Ähnliches zulassen. Und das macht diese Bereinigung der Daten eventuell richtig, richtig kompliziert. Das finde ich sehr, sehr tricky, ne? Und nochmal der Disclaimer von eben bei Ernst gemeint. Ja, es kann auch sein, dass es einen weiblichen Quarterback gibt, aber ich denke, ihr wisst, was wir meinen. Ja, aber also bloß da gibt es tatsächlich in den USA, glaube ich, nicht viele von. Ja, also die spielen dann nämlich ein anderes Spiel. Das ist dann kein American Football mehr. Ich habe vorhin in unserem Vorgespräch ja gesagt, in Deutschland ist das sowas, wenn jemand sagt, er ist Zugführer bei der Freiwilligen Feuerwehr. So, wenn man sich ansieht, Jugendfeuerwehr und Kinderfeuerwehr, da sind noch sehr viele Mädchen und Jungs gemischt da. Wenn ich dann weiter nach oben gehe oder in der Alterskohorte weiter nach oben gehe, wo das jemand dann vielleicht wirklich auch in seinen Lebenslauf reinschreiben würde, sind das nun mal
mehr Männer als Frauen in Deutschland. Und damit habe ich einen Rückschluss sofort auf das Geschlecht. Ne? Und das habe ich sonst an ganz vielen Stellen, dass ich solche Sachen dann eventuell beachten muss, weil die KI guckt sich diesen quasi Lebenslauf in der Gesamtmenge an und denkt, na, ne, das, die lernt sozusagen das Geschlecht impliziert. Aber das macht es ja unglaublich schwierig eigentlich, die Ausgangssituation oder auch das Lernen entsprechend neutralisiert zu gewährleisten. Denn also jeder Mensch hat ja auch Stereotypes, Vorurteile in sich drin und wahrscheinlich auch Blindspots, die man also selber gar nicht so sieht. Ne? Man sagt, oh, ich bin da schon ultraliberal und neutral und objektiv, was weiß ich, unterwegs. In Wirklichkeit bist du es gar nicht. Also wie kann man dann eigentlich sicherstellen, dass so eine Datengrundlage vielleicht auch wirklich nach objektivierten Maßstäben die richtige ist? Also da gehört schon, glaube ich, eine ganze Menge manueller Arbeit dazu. Man muss wirklich Lebensläufe bereinigen für das Lehrmaterial. Das wird auch mit Sicherheit das sein, wo die Behörden nachher ganz stark darauf achten werden. Wenn man muss nämlich seine Trainingsdaten offenlegen, wenn man gerade im Recruiting KI nutzen will in Europa. Und im Endeffekt geht es dann doch wieder darum, dass ich den Lebenslauf fast runterstrippe auf die Skills, die jemand hat. Weil die können sehr geschlechtsneutral sein oder auch herkunftsneutral. Das hat damit dann wenig zu tun. Aber alles, was drumherum ist, muss ich eigentlich erstmal außer Acht lassen, weil ich nicht sicherstellen kann, ob das nicht eigentlich dazu führt, dass ich... Dass ein Bias einfach entsteht, ne? Im Moment. Ja, genau. Und aber diese Trainingsdaten sauber zu bereinigen, das ist schon eine echte Aufgabe. Und das ist auch keine Aufgabe, die KI übernimmt, oder? In Teilen, klar, kannst du das sogar KI geben, indem sie die Textteile extrahiert, wo halt die Fähigkeiten drinstehen. Und danach nehme ich nur noch die und alles andere, Interessen, Hobbys, was sonst noch so war, schmeiße ich wirklich erstmal weg als Trainingsdaten. Das darf ich da nicht mit einfließen lassen. Aber das Ganze kann natürlich auch in das andere Extrem ausschlagen. Das hatten wir jetzt ja gerade, glaube ich, bei Google, bei deren Bildgenerierung, wo dann plötzlich farbige Wehrmachtssoldaten generiert wurden und solche Sachen. Da hat man halt ganz stark darauf geachtet, dass dieser Bias auf keinen Fall da ist und war dann mit den Daten sehr, sehr überkorrekt an einer Prinzip einer Stelle. Realität geschaffen, die es noch nie gab. Genau, und damit schafft man dann aber auch wieder eine Realität, die es nicht gibt. Also das ist schon ein ziemlicher Balanceakt, den man da gehen muss, glaube ich. Dass das zum einen natürlich die Realität abbildet, auf der anderen Seite aber eine unerwünschte Realität, die man hat, eigentlich ausblendet. Ja, da wollte ich drauf hinaus eigentlich auch, weil wenn man nochmal dieses Amazon-Beispiel nimmt, und sagt, okay, also das ist jetzt genau falsch rumgelaufen. Es sind genau die Führungspersönlichkeiten dabei rausgeploppt, die eh schon da waren, die ganzen Minimis. Jetzt kann ich aber den Weg ja auch genau umgekehrt gehen und sagen, ich programmiere das extra so, dass wir von der Realität, die wir derzeit haben, in eine andere gewünschte Realität reinkommen. Ich spinne jetzt rum, also ich will wirklich divers rekrutieren. Da könnte ich ja eigentlich auch vielleicht eine KI trainieren, genau wie du es gerade an dem Bildbeispiel gesagt hast, die eigentlich sagt, ja, wenn das so ist und du willst mehr Frauen, als Beispiel jetzt, dann musst du wie folgt halt agieren und vorgehen. Das geht doch auch. Das würde, glaube ich, auch funktionieren. Da muss man sich halt bloß ganz klar sein, was ist das Ziel. Man muss sich dann, glaube ich, auch ganz ehrlich machen, dass man vorher ein echtes Problem hatte. Und wie gesagt, wenn man es auf die Skills reduziert, dann kriegt man das zumindest, was Geschlechter und Hintergrund, Migration und Ähnliches angeht, auch raus. Aber du sprichst damit natürlich eigentlich sowieso ein Problem an. Wenn ich für das Recruiting und die Entscheidung eine KI nehmen würde, die immer eine Vergangenheitsbetrachtung hat, dann laufe ich halt immer geradeaus. Also es geht, ne, ich setze meine Vergangenheit in die Zukunft fort, auch wenn ich das bereinigt habe. Das ist Realität. Ne? Aber vielleicht ist das gar nicht, was ich will, ja. Sondern ich will irgendwo rechts oder links abbiegen, ja. Weil ich mein Geschäft in irgendeiner Form ändern muss oder ich weiß, dass ich insgesamt andere Leute brauche.
Deswegen kann, glaube ich, da eine KI unterstützen. Wie gesagt, passen die Fähigkeiten. Sie darf aber nicht so eingesetzt werden, dass einfach aus der Vergangenheitsbetrachtung die Zukunft rausgezogen wird. Jetzt ist das ja so, ihr betreibt ja seit sehr, sehr vielen Jahren, seit fast 24 Jahren, die Plattform Jobstairs, wo ihr ja auch Unmengen an neutralisierten, anonymisierten Daten habt und genau solche Überlegungen ja auch, denke ich, trifft. Also wenn man schaut, wie entwickeln sich eigentlich Skills im Arbeitsmarkt. Agiert ihr da genauso, wie du es gerade beschrieben hast? Oder wie läuft also, das dann da ganz sehen wir konkret? Ihr macht es ja praktisch. Ne? Ja, wir sehen uns tatsächlich an, also welche Skills gibt es im Arbeitsmarkt gerade und wie entwickeln die sich halt mit der Zeit? Dann kann man halt sehen, dass vor einigen Jahren so ein Thema wie DevOps zum Beispiel aufgekommen ist. Das war vorher nie da. Dafür sind andere Begrifflichkeiten runtergegangen oder sind weniger nachgefragt worden und Ähnliches. Das ist aber im Prinzip die natürlich auch nur eine Abbildung dieses Ist-Zustandes gerade. Wenn ich eine strategische Entscheidung treffen will, dann muss ich, glaube ich, nochmal ganz anders agieren, weil ich weiß, ich baue ein neues Geschäftsfeld auf oder Ähnliches. Da kann mir die KI natürlich nur helfen, eine Auswahl zu treffen, eben wie gesagt über die Fähigkeiten der einzelnen Personen. Naja, ich glaube, da wird dann auch mal deutlich, warum so viel über Skills diskutiert wird in der HR-Szene. Das hängt also ganz, ganz stark, denke ich, mit der technologischen Entwicklung auch zusammen. Ich kann mir vorstellen, dass viele sich, die da jetzt nicht so drinstecken, die Frage stellen, warum wird da dauernd über Kompetenzen und Skills geredet. Ne? Ich glaube, das ist der Neutralisator dieses Bias. Ja, ja, genau. Vor dem alle natürlich auch eine enorme Angst haben, muss man auch sagen. Also so ein PR-GAU wie bei Amazon möchte man eigentlich ungern irgendwie haben. Und abgesehen davon, dass er, wenn einem sowas hier in Europa in Zukunft passieren würde, auch noch wahrscheinlich ziemlich teuer zu stehen bekommen würde. Ja, das ist sicherlich mal Stoff vielleicht sogar für die nächste Folge, dass wir mal über Vor- und Nachteile der rechtlichen Rahmenbedingungen sprechen. Hier in Europa natürlich EU-AI-Act, haben wir ja auch noch nicht drüber geredet. Aber lass uns auch kurz nochmal über das Bias-Thema so ein bisschen weg von HR auch gehen. Wo siehst du diese ganze Bias-Diskussion eigentlich sonst so in technologischen Anwendungen, mit denen wir uns tagtäglich vergnügen? Ja, also gibt es ganz nette Beispiele. Weißt ja, ich bin ja auch ein bisschen Hobbyfotograf irgendwie und es gibt ja inzwischen sehr viel Bildbearbeitung, wo ich automatisch die Belichtung einstellen kann von Fotos und Ähnlichen. Und diese Fotos, gerade wenn da Personen mit dabei sind, die sind halt auch immer trainiert auf einen bestimmten Personenstamm. Und da kann es dann durchaus sein, dass Leute, die eher ein bisschen dunkelhäutiger sind, plötzlich viel zu hell sind oder umgekehrt. Ja, also es kommt immer darauf an, welche Kohorte und welche Bilddaten genommen wurden für das Training, für die Verbesserung von diesen Bildern. Und plötzlich habe ich da einen Bias drin, weil ich mit den falschen Bilddaten trainiert habe. Also ist das Realität? Das ist Realität. Also das kann man, wenn man Telefone oder Smartphones aus China machen eine andere Bildkorrektur als welche aus den USA zum Beispiel. Das ist ja faszinierend. Okay, wusste ich gar nicht. Dasselbe Bild ist einmal ein bisschen heller, einmal ein bisschen dunkler irgendwie. Und das spiegelt natürlich nicht die Realität wiederum da. Es ist versucht, Verbesserung, Verschönerung zu machen und führt dadurch aber eigentlich eventuell was ein, was man gar nicht will. Ja, absolut. Gibt es da noch andere Beispiele? Ein anderes Beispiel ist Google, wo dann dunkelhäutige Indigene rauskamen, also sehr dunkelhäutige Indigene, die so in der Form auch nie existiert haben. Da werden Bilder dann halt, weil man versucht hat, sehr korrekt zu sein, genau in die andere Richtung halt kommen dann da raus. Oder wie gesagt, asiatischstämmige Wehrmachtssoldaten oder schwarze Wehrmachtssoldaten. Gab es vielleicht ein oder zwei, keine Ahnung, aber definitiv nicht, dass die so rauskommen müssten. Die Frage, die sich dann so ein bisschen ergibt, finde ich, das ist schon fast Philosophie. Ne? Also was ist dann irgendwann eigentlich überhaupt noch Realität?
Also wenn ich jetzt an Social Media denke, an Instagram oder TikTok und an besonders junge Menschen, die vielleicht ja auch Bildbearbeitungs wenn man sich Tools die Filter so, bei Instagram und irgendwelchen Reels oder TikTok ansieht, das hat ja schon mit der Realität nichts mehr zu tun. Ja, da werden Gesichter so geglättet und aber es hat was mit der Wahrnehmung von Realität zu tun. Ne? Wenn du tagelang sozusagen im Internet da auf TikTok verbringst, dann hast du irgendwann... Hat keiner mehr Falten. Ja, und du hast ein verzerrtes Bild von der Realität wahrscheinlich. Vor allen Dingen, wenn man die Daten dann zum Beispiel wieder nimmt zum Training, ja, dann, die sind ja schon mal durch einen Filter, durch einen Schönheitsfilter gelaufen. Das ist ein doppelter Bias. Die KI würde immer davon ausgehen, alle Menschen sind wunderbar schlank und haben ganz glatte Gesichtshaut und alles ganz straff und die Nase ist genau passend groß und der Mund ist passend groß. Und das ist wahrscheinlich ja schon eigentlich mit einer KI irgendwo trainiert worden, mit irgendwelchen Schönheitsidealen. Aber das verstärkt sich natürlich dadurch immer mehr. Und das hat dadurch, ich sehe da, auf Dauer ist das so eine Entkopplung von der Realität. Und ich meine, das ist das, was wir natürlich wenn wir zurück zu HR und Recruiting in keinster Weise haben wollen. Ich glaube sonst ehrlich gesagt auch nicht. Ne? Da bist du ja schon fast bei so Szenarien. Also das ist ja auch dann was kriege ich? Zum Glück wird das ja nicht mehr so nachgefragt, ein Bild zum Bewerbung. Also das Bewerbungsbild, ich kann mich immer noch an jemanden erinnern, der damals sagte, wir stellen hier Spezialisten ein und machen kein Casting. Also davon müssen wir halt auch wirklich weg. Weil das hat auch nichts mehr damit zu tun dann, weil dann ist man dann eher irritiert, wenn man die Person in Wirklichkeit sieht eventuell. Ich glaube, dass kann man auch heutzutage schon erleben, wenn man manchmal die LinkedIn-Profilbilder sieht und dann die Person in Realität. Ne? Dass man die fast aber das, nicht erkennt. Ja. Das nur am Rande. Ja, ist eigentlich ein guter Punkt, glaube ich, um heute hier, wir haben ja immer gesagt, in der Kürze liegt die Würze, sozusagen Schluss zu machen. Und das nächste Thema daran anknüpfen, würde ich wirklich mal sagen, sind rechtliche Rahmenbedingungen. Das hängt ja sehr eng mit dem zusammen, was wir hier gerade besprochen haben. Weil das ist im Prinzip genau das, um das zu verhindern, gibt es halt diese Konsequenz des EU-AI-Acts und das ist ein spannendes Thema, weil das natürlich wird uns hier die nächsten Jahre sehr beschäftigen, bei der Geschwindigkeit, in der sich dieses Thema gerade bewegt. Absolut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Erstmal danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast und wer Fragen hat, ich habe das LinkedIn-Profil von Ingolf natürlich verteckt in den Shownotes, genauso wie die anderen Folgen, die wir bisher gemacht haben. Das war einmal eine Einführung ins Thema und in der zweiten Folge ging es um das Thema Large Language Models. Heute Bias und nächstes Mal EU AI Act. Danke. Bis dann. Das war die erste Folge Ask Ingolf. Lasst uns doch wissen, wie ihr diese Folge fandet. Könnt ihr gerne bewerten, beispielsweise bei Spotify. Aber viel wichtiger noch, sagt mir doch einfach mal Bescheid, welche Themen wir als nächstes im Kontext AI hier besprechen sollen. Meldet mir dazu einfach an saatkorn@googlemail.com oder über LinkedIn einfach mein Profil Gero Hesse. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis dann. Ciao.